Gestern, als wir zurückkamen aus Kalpen, dann haben wir auf einmal ein sehr quietschendes Geräusch gehört. Dann hat sich herausgestellt, dass die linke Hinterradbremse schleifte. Wir sind in eine Werkstatt gegangen und Lars hat sich da einen Bremsenreiniger gekauft und hoffentlich kann er damit das Problem lösen. Dann gab es ein neues Problem und das war, dass der Wagenhebel nicht gut funktionierte. Man sieht hier, dass die Bremse ganz verrostet ist. Ich habe mir dann gedacht, ich laufe eine Runde auf den Campingplatz und habe viele Personen gefragt. Der Meister hatte keinen Wagenhebel dabei, aber ich habe einen Mann gefunden, der hat gesagt, er ist noch ganz neu in den Koffer. Also der Mann hat gesagt, nehm das gerne mit und hoffentlich klappt dann alles. Und wenn ich dann zurückkam bei Lars, dann hat er sich schon unsere pneumatische Wagenhebel genutzt. Und da waren ein paar Nachbarn dazu gekommen. Einer hat ein paar Holzbretter mitgebracht. Und hoffentlich kann Lars jetzt alles wieder zurück zusammenbauen und funktioniert das wieder. Wird das Schleifen von der Bremse gelöst sein? Und ich denke, wir sollen nicht mehr so viel weit wegfahren mit dem Auto. Vielleicht machen wir heute Mittag noch eine kleine Tour in der Gegend. Und ich dürfte auf die Knopf drücken, das Luft wieder daraus zu lassen aus die Wagenhebel. Da habe ich auch noch ein bisschen geholfen. Wir haben, ich denke, eine Strecke von etwa 6 Kilometer gefahren von dem Campingplatz hier nach einem sehr schönen Park. Und wir versuchen hier eine kleine Wanderung zu machen. Es gibt heute viel Wind, also hoffentlich bleibt es trocken. Wir haben natürlich eigentlich nur eine kleine Strecke gefahren, aber wir denken, das Problem mit der Bremse ist jetzt gelöst. Also wir sind jetzt unterwegs zurück zum Campingplatz. Und ich koche uns ein Sauerkrautgericht. Eigentlich sind die Temperaturen hier in Spanien überhaupt nicht winterlich, aber Lars und ich haben beide Lust darauf.
Sobald wir den Campingplatz verlassen, dann betreten wir die Dünen und wenn man die überquert, dann steht man gleich am Strand natürlich. Und wir haben schon bemerkt, es gibt heute viel mehr Wind wie anders und oh, ich sehe schon, es gibt viel höhere Wellen auch dazu. Sicherlich viel mehr dann bis heute war. Für die Hunde ist das kein Thema. Wenig Wind, viel Wind, kleine Welle, höhere Welle. Die Hunde haben immer Spaß am Strand. Und wenn die Spaß haben, dann macht es uns auch Spaß. Heute möchten wir gerne die Kleinstadt Villa Joyosa besuchen und wir sind jetzt unterwegs dazu. Leider ist das Problem mit der Bremse nicht gelöst, also das quietscht immer wieder. Also wir haben uns gedacht, wir müssen unterwegs ein paar Mal Stopp machen und Last kühlt hier bei einer Tankstelle die Bremse. Es ist die Bremssattel, der ist das Problem. Also ja, wenn wir zurück zu Hause sind, dann muss der Last das reparieren. Natürlich wissen wir, dass es natürlich nicht so richtig gut ist für die Bremse, aber es ist jetzt eben nicht anders. Zu Hause in der Werkstatt kann Lars das alles erneuern. Thank you.
Vom Parkhaus aus gibt es hier einen Aufzug und der soll uns zum Strand bringen. Oh wow, schauen Sie mal, wir sind tatsächlich direkt auf dem Boulevard. Und Villa Joyosa ist für seine bunten Häuser bekannt. Und wir wollen uns zunächst erstmal ein wenig umsehen und hoffentlich uns dann irgendwo eine Terrasse finden. Hoffentlich natürlich noch ein bisschen in der Sonne und dann können wir ein leckeres Essen genießen. Aber jetzt erstmal rumschauen. Oh, soeben haben wir plötzlich bemerkt, dass der Hundewagen schwerer fuhr. Und dann stellte sich eigentlich heraus, dass das rechte Reifen weich war. Also Lars ist jetzt eben zurück ins Parkhaus gegangen, um eine Pumpe aus unserem Auto zu holen. Und hoffentlich kann er es dann aufpumpen. Leider gibt es doch irgendwo ein richtiges Leck, weil das Reifen ist nicht hart geblieben. Also Ruby läuft jetzt eben neben dem Wagen, dann ist es nicht so schwer Gewicht und müssen wir morgen mal gucken, ob wir das reparieren können. Gerne möchte ich eben erklären, warum die Hunde eigentlich im Wagen sind. Normalerweise laufen die natürlich selbst, aber wenn wir zum Beispiel im Restaurant gehen oder so wie hier auf einem Boulevard oder auf einem Markt, dann ist es für uns einfacher, weil sonst die Leinen immer durcheinander kommen. Ik zit op de terras van Busta Pizza. Ik neem lekker salade met zalm en garnalen. En Lars neemt een, wat neem jij ook weer? Pizza met een kebab. Pizza met kebab. Dit is het uitzicht. Ja, wir haben sehr lecker gegessen und jetzt machen wir noch eine kleine Runde, bevor es zu dunkel wird. Also kann ich vielleicht noch ein bisschen schöne Aufnahmen machen. Thank you.
Villa Joyosa hat uns in jedem Fall sehr gut gefallen und wir hoffen, dass Ihnen dieses Video auch gefällt. Geben Sie dann bitte einen Daumen hoch. Vergessen Sie auch nicht kostenlos zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie automatisch benachrichtigt werden, wenn neue Videos erscheinen. Ihre Kommentare können Sie natürlich gerne unter diesem Video hinterlassen. Vielleicht sind Sie auch interessiert in meine Katzensammlung, die können Sie finden auf catmuseumtommy.com. Es würde mich freuen, wenn wir uns wieder mal sehen auf diesem Kanal. Und jetzt liebe Grüße von Linda, Lars und unsere drei Hunde.